Gut. Den Weg frei machen. Bevor du mit Radex und Kettis den Plan fortfährst, musst du in Ehren der Esse mit Graven Ash sprechen und ihn in die Situation einweihen. Ja, das ist jedenfalls sicherer. So, gehen wir mal in den Turm rein. Oh ja. Der Turm hat jetzt nicht viel zu bieten. If we knew what glyph we needed, I'll bet we could unlock this puzzle. Können wir hier noch was abpausen? Jo. Das mit der Kohle kennen wir. Und das kann ich sie mir mal angucken. Questgegenstände, wo sind sie denn? Mal nach Gegenstandstyp sortieren. Rätselhaftes Sendschreiben. Unvollständige Kohle, Turm des Morgengrauens. Wo, in welchem Turm bin ich gerade eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Turm ich gerade bin. Turm des Morgengrauens. Okay. Turm der Aurora, Turm des Morgengrauens. Ist halt echt die Frage. Kann ich daraus was erkennen? Also ja, das hier und den Zipfel, da kann ich irgendwie erkennen. Jetzt muss ich mir das sonst noch mal angucken. Das war so rum und jetzt muss das dann nach oben. Also hier nach oben. So. Der innere Kreis, den brauche ich auch noch. Kann ich so die so verbinden? Nö. Ah, so kann ich sie verbinden. So, gucken wir weiter. Darunter und muss ich auch noch, also hier lang. So. Da sieht es fast so aus, als ob ich das hier so machen müsste. Und wahrscheinlich brauche ich den hier auch noch. Damit es symmetrisch ist. Scheint wohl immer noch nicht richtig zu sein. Entweder... Brauche ich da noch die Ecken hier? Nee. Kann ich die wieder ausmachen? Nee. Okay, ich muss zurücksetzen. Ich kann wahrscheinlich mit der Zeichnung noch einfach nichts anfangen. Wenn, dann muss ich wahrscheinlich noch irgendwo eine coole Zeichnung finden. I got it.
Aber ist schon mal lustig, dass dieser Turm gar kein Dungeon hat, also keine Altmauernanbindung so direkt wie die anderen Türme. Ja, das Problem ist, hier außerhalb finde ich halt auch nichts. Ich kann zum Beispiel nicht da hochklettern. Can't do that. Und hier drüben komme ich auch nirgendwo weiter. Nö, dann muss ich mit der Erweckung dieses Turms noch warten. Außer ich würde jetzt noch rumrätseln, wo ich, also wie die Rune richtig aufgebaut ist, aber das ist halt nicht so ersichtlich. Ja. Weil die Kohlezeichnung ist noch unvollständiger. Das ist nämlich der andere Turm noch. Hier oben bin ich hergekommen. Verlassen wir das Gebiet mal hier drüben. Zentrale Azurit, südliche Azurit, Eingang des Erdhexenforts. Und Kern halt. Also. Eher eine Esse. Könnte auch vom Turm aus, aber ich glaube, so geht's schneller. Ja toll, ich kann über die brennende Bibliothek reisen, aber ich kann nicht zur brennenden Bibliothek reisen. Oh, das ist auch gemein. So, es ist ziemlich dunkel hier. Oh, und unsere Sachen sind abgeschlossen, oder was? Tatsache. Was willst du? Der geschmiedene Soldat murmelt leise etwas vor sich hin und blickt auf die zerbrochene Klinge eines kaputten Schwerts. Rostiges Stück Müll, es ist... war nicht einmal die Mühe wert, damit in den Kampf zu ziehen. In den Händen eines Bauers, der damit sein Feld bestellt, wäre es besser aufgehoben. Er blickt zu dir her und richtet sich auf. Du bist zu einer Schicksalsbinder, nicht wahr? Es trifft sich gut, dass du zufällig hier bist. Ich habe einen Disput mit den Eisengeborenen von Etians Kreuzung. Ja, erzähl mir ruhig davon. Zu Beginn der Eroberung habe ich bei den Eisengeborenen einen schweren Auftrag gegeben. Nachdem sie sich in Lithians Kreuzung niedergelassen hatten, dachte ich, es würde nicht den gesamten Kyros verdammten Krieg dauern, bis die Klinge fertig und einsatzbereit ist. Aber da hatte ich mich getäuscht. Die Schmiede haben meine Bestellung gerade erst fertiggestellt und sie haben auch noch geschlampt. Die Klinge kam letzte Woche im Lager an. Ich merkte sofort, dass sie Schrott ist. Sie war ziemlich stumpf, ließ sich kaum schärfen und wackelte in ihrer Scheide herum. Sie fühlte sich einfach rundherum falsch an. Sprich weiter. Ich war bereit, dem besseren Stück Alteisen eine Chance zu geben, also zog ich damit in die Schlacht. Damit ich zwei Angriffe pariert hatte, brach die Klinge in zwei. Ich musste den Feind niederringen und ihm mit den Fäusten den Schädel einschlagen. Er ballt die Faust, wobei sein Handschuh vor Spannung knarzt. Wir waren alle schon in der Situation, Landsmann, ob mit zerbrochenem Schwert oder nicht. Ich habe einige raue Worte mit meinem Kommandanten gewechselt, aber es ließ sich nichts tun. Die Eisengeborenen sind nur Tun und Rechenschaft schuldig, nicht aber den Geschmähten.
Deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Meine Ehre ist befleckt und mir bleibt nur eine gebrauchte alte Klinge, die schon mehr Kämpfe gesehen hat als ein Dutzend Steinschilde. Darf ich die Waffe sehen? Bitte sehr. Man sieht klar und deutlich, dass das Eisen nichts taugt. Er zieht ein zerbrochenes Schwert hervor. Auf der flachen Schneide breitet sich Rost aus. Die Klinge fühlt sich wackelig an, als könnte sie jederzeit vom Heft abfallen. Irgendwelche Ideen, Beric? Ich würde das nicht als gewöhnlichen Verschleiß bezeichnen, aber es ist auch keine fehlerhafte Handwerkskunst. Es scheint fast, als hätte jemand die Haltbarkeit dieses Schwertes 500 Mal an einem Baumstamm geprüft. Oder gegen eine dickhüpfige Statue aus Eisen. Genau, oder ein? Beric hält inne und wendet sich Lyra zu. Das sollte auf meine Kosten gehen, oder? Oh, seht nur, er hat etwas gelernt. Ja, was meinst du, Lyra? Sie wirkt das Schwert an und beißt sich auf die Wange. Sie schüttelt langsam den Kopf und fährt mit dem Finger über die Bruchstelle. Wer dieses Schwert zuletzt geschwungen hat, war betrunken oder dumm. Es sieht aus, als hätte er versucht, Fliegen von Kerns Hintern zu verscheuchen und hätte daneben geschlagen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Nur zu Schicksalsbitter, meine Zeit gehört dir. Hast du schon mal mit so einem Schwert gekämpft? Ich hatte im Oldboy-Examenland genauso eine Klinge, natürlich aus Bronze. Ihr Gewicht war ganz anders. Er zuckt mit den Schultern. Du solltest ebenso gut wissen wie ich, dass man Unterschiede nicht genug betonen kann. Dieser Mann hat etwas an sich, was ich geschmacklos finde. Hast du mit den Eisengebundenen darüber gesprochen? Ihr lädt ja ins Kreuzung? Mein Kommandant wird mir kaum freigeben, damit ich irgendeinen verschwitzten Schmied die Meinung geige. Nachdem die Eisengebundenen Tunnel unterstellt sind, dachte ich, du würdest ihr Interesse vertreten. Vom juristischen Standpunkt gesehen ist das korrekt. Schön, dass wir nicht die Mühe machen müssen, einen Schmied den weiten Weg bis hierher zu karren. Ich habe schon früher mit Schicksalsbildern zu tun gehabt und ich weiß, dass ihr alles tut, damit Kyros Wille geschieht. Ja, ich bin bereit, ein Urteil in dieser Angelegenheit zu fällen. Es wird auch Zeit, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Er nickt und bedeutet dir, fortzufahren. Ich warte, Schicksalsbinder. Deine Einstellung zieht sich nicht für einen geschmähten Soldaten. Ich entscheide zugunsten der Eisengebundenen. Wenn das Schwert minderwertig ist, solltest du ein neues bekommen. Ich entscheide zu deinen Gunsten. Nee. Was, meine Einstellung? Aber die sollte sich nicht auf deine Entscheidung auswirken. Das ist eine Farce. Dessen Gebündeten sind Künstler. Wo bleibt der Respekt vor ihnen? Bah, ich werde für ihre Schlamperei zur Rechenschaft ziehen. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich jemanden, der das tut. Schönen Tag noch. Was habe ich jetzt genau? Habe ich Kunst bei Geschmähte verloren? Nein, Zorn bei Geschmähte hinzugewonnen. Da habe ich schon wieder zu viel Zorn, oder? Na, es geht noch gerade so. Aber ja. Selbst Beric ist der Meinung, dass der Typ ein Idiot ist. Und ich kenne die Eisengebundenen ja mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass sie das Richtige tun. Ich frage mich gerade eigentlich, wo die Schilde versteckt sind. Ich habe die Ausführung deiner Pflicht in den Stufen überwacht und bin zunehmend zuversichtlich, dass mein Vertrauen gerechtfertigt war. Seine ernste Miene öffnet sich zu einem breiten Grinsen. Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Ich habe Kontakt zu Cadis und Radix hergestellt. Sie sind ein streitsüchtiges Gespann, aber ich sehe es gerne, wenn die Familie zusammen gegen den Feind verrückt. Ihre Bande sind verlässlicher als jede Anzahl gleichgesinnter Landsmänner. Was kannst du mir berichten? Die Erdhexen im Heufelsen freuen sich schon darauf, Kerns Überreste zu studieren. Radix und Cadis haben einen Plan, wie sie mit Kerns Essenz die Region verfluchen können, aber zuerst möchten sie eure Erlaubnis erbitten. Radix will meine Erlaubnis? Ich hatte Sorge, dass er die hohe Position, die ich ihm übertragen habe, missbrauchen würde. Es freut mich daher, dass er die nötige Ehrbietung an den Tag legt. Der General
tippt sich gegen das Kinn und mustert dich langsam. Und was würdest du sagen, wenn es deine Entscheidung wäre? Würdest du zustimmen?